Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Everrun. Ich sehe gerade, dass wir einen Erfolg abgeschlossen hatten, das hatte ich in der letzten Folge gar nicht gesehen. So, was haben wir denn geschafft? Eine Runde um den Block schließe mit einem beliebigen Wächter 20 Rennen ab. Okay, da bekommen wir auch nochmal 100 Funken obendrauf und damit hätten wir jetzt schon die Funken für Eichenherz. Da könnten wir uns den ja eigentlich schon mal freischalten. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie viele Rennen ich mit dem schon gemacht hatte. Ich glaube, 2 Rennen waren das oder sowas. Dann könnten wir vielleicht 1 mit Lilly machen und dann noch 1, 2 mit Eichenherz diese Folge. So, dann holen wir uns aber erstmal Eichenherz, würde ich sagen. Eichenherz. Oha, bei mir sind auf einmal die Pferde wieder günstiger geworden. Ja, das ist ja erfreulich. Das ist strange, aber ich freue mich natürlich gerade mega drüber. Ist ein starkes und mächtiges Pferd, das alle Hindernisse zerstört. So, 2000. Das ist ja nice. Ist es bei euch auch günstiger geworden? Ich meine, ich will nicht meckern, ne? Ich freue mich drüber. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht wieder spinnt mit den Funken. Er ist groß und stark. Karmesina holen wir uns noch nicht. Opala, ich wollte nicht zu Violetta. Wir machen das jetzt Folge für Folge, holen wir uns jetzt die Pferde. So. Oh mein Gott, Leute, ist das nice. Das eröffnet mir ja ganz, ganz neue Möglichkeiten. Dann müssten ja jetzt auch die Rüstungen doch deutlich günstiger geworden sein, ne? Ja, sehr, sehr cool. Das freut mich. Das freut mich echt. Ich habe jetzt noch einen Kommentar gelesen. Da hatte auch jemand geschrieben, dass bei ihr die Pferde bei Nox auch günstig sind. Jetzt habe ich den neuen Preis auch. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, aber ich freue mich. Ich meckere nicht. So, ich möchte gerne wieder die grünen Blobs nehmen. Oh, aber dafür muss ich mir jetzt auch die Bürsten kaufen, ne? Eine besondere, ja gut, machen wir schon. Wird jetzt deinem Wächter folgen. Das mache ich. Okay, Möhrchen sollte reichen, denke ich. Möhrchen! Möhrchen reicht. So. Vollkommen gesättigt und zufrieden. Gut, dann machen wir jetzt ein Rennen mit Lilly. Und wie gesagt, dann machen wir 1 bis 2 mit Eichenherz, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, wenn wir das Rennen hier mit Lilly gemacht haben. Ich bin jetzt einfach mal ganz euphorisch, aber in der Hoffnung, dass dann jetzt nicht auch in Nox meine Funken zurückgesetzt werden. Ich freue mich drüber, aber ich freue mich noch ein bisschen skeptisch. Lilly sieht andere Lebewesen automatisch an. Dies spiegelt sich in ihrer magnetischen Magie wieder. Andere Tiere. Ja, ja, Lilly hat wirklich was von Fluttershy. Ich werde das jetzt, kurze Info für euch, bis zur nächsten Folge noch... Oha, jetzt haben wir aber ein paar Grafikbugs drin. Ich werde das jetzt bis zur nächsten Folge noch nicht rausfinden, ob es jetzt wirklich wieder funktioniert gescheit. Da ich diese und die nächste Folge direkt hintereinander weg aufnehmen werde, ohne Nox zu schließen. Das heißt, wir werden das erst ein bisschen später rausfinden. Aber drückt mir mal die Hufe, dass jetzt hier nicht alles zurückgesetzt wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Alles andere wäre natürlich jetzt mega ärgerlich. Oh, bitte, bitte lass den... Oh, jawohl. Das war jetzt super, dass ich da wirklich noch alle der Blüten bekommen habe. Auch hier werde ich das jetzt wieder so machen, dass ich... Aua, ich wollte hüpfen. Arme Lilly. Auch hier werde ich das jetzt wieder so machen, dass ich erstmal mich auf die Blüten konzentriere. Wenn es Blüten und Funken gibt, wenn ich hier so weitermache, dann werde ich wohl wieder einen Werbespot angucken müssen. Ich hoffe, es leckt jetzt auch nicht zu sehr, weil ich selber merke, dass es ein kleines bisschen leckt, da ich im Hintergrund Videos rendere. So, und deswegen versaue ich es auch gerade so ein bisschen. Hui! Oha! Oha, und hier kriegen wir jetzt gerade wieder richtig viele Blüten. Meine Güte! Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Es kann meinetwegen alles kaputt gehen, wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben. Dann kann meinetwegen alles den Bach runtergehen. Aber ich würde es jetzt halt gerne einmal mit euch durchspielen und wirklich mal alle Pferde freischalten und mit allen Pferden auch wirklich alle Blüten erasen. Das ist ja das, was ich momentan eigentlich mit euch vorhab.
was ich mit euch geplant habe. Das wäre natürlich mega, wenn wir das irgendwie auf die Beine stellen könnten. Everrun quasi durchspielen. Man kann es ja immer wieder spielen, man kann es ja zurücksetzen, zumindest den Spielstand des Baumes. Die Wächter behält man dann normalerweise und die Rüstung und sowas. Und so steht das jedenfalls in der Info, wenn man in den Optionen das Spiel zurücksetzen möchte, dass man einfach nochmal und nochmal spielen kann. Aber das wäre ja Quatsch, ne? Also einmal möchte ich das sehr, sehr gerne mit euch durchspielen. Mehrmals wäre ja Blödsinn. Aber ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Hui! Nehmen wir hier oben auch mal noch die Blüten mit. La 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 la. Und noch mal ein paar Funken. Ach, das hat jetzt gerade meine Laune von eh schon vollen 100% auf mindestens 150 geboostet. Nee, ich war heute eh schon gut drauf. Weil wir heute in der Stadt shoppen waren, zwar aus einem eher traurigen Anlass. Aber ich habe dadurch ein paar gute Schnäppchen noch gemacht, weil ich Sachen zufällig gesehen habe. Gut, was heißt Schnäppchen? Ich habe heute ein mega cooles Outfit in der Stadt entdeckt. Och nö, ich muss gerade erstmal Werbung gucken, danach rede ich weiter. So, und weiter geht's. Nein, ich war eigentlich auf der Suche nach einer... es leckt gerade wirklich ein bisschen. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem schwarzen Mantel und habe dann an so einer Schaufensterpuppe ein mega cooles Outfit gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, da wäre ich jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen, das so zu kombinieren, aber es sieht Hammer aus. Und zwar war das so ein silberner Minirock, also so ein grauer Stoff mit ganz viel Glitzerfaden eingewebt, aus so einem etwas derberen Stoff auch. Oh ja, jetzt leckt es auch immer mehr. Uah, sorry, Leute. Also total drüber eigentlich. Ein krasser Eyecatcher, wo ich mir gedacht habe, okay, der ist ja ganz cool, aber das ist eigentlich ein bisschen too much. Aber dieses too much von dem Rock wurde durch den Rest des Outfits wieder genommen. Und zwar hatten sie zu dem Rock ein Hemd. Es gibt ja diese Hemden für Damen, die sind ja auch extrem in Mode, die man sich so vorne auch oft in die Hose reinsteckt und die dann halt hinten so ein bisschen rund über den Popo drüber hängen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hemden halt. Und über diesem Hemd, das war auch so grau, dunkelblau gestreift, dass sich da auch so ein bisschen die Rockfarbe wiedergefunden hat, hatten sie einen rosanen Kapuzensweater. Das sah so mega aus, Leute. Dieses eher sportliche, gemütliche, kuschelige zu diesem total übertriebenen Rock, eigentlich diesem total übertriebenen Minirock. Und dann hatten sie dazu dann noch Sneaker an. Das hat dann quasi das Outfit nochmal so gegipfelt. Mit Söckchen drin. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Söckchen dazu anziehen würde. Dann vielleicht eher Stulpen oder sowas. Oder Overknee-Strümpfe. Graue Overknee-Strümpfe fände ich, glaube ich, dazu auch mega. Oder aber, ich habe auch ein paar graue Stiefel, die würden dazu bestimmt auch gut aussehen mit, dann so weißen Stulpen oder sowas, wo noch so Bommeln dranhängen oder sowas. Dass man dann wieder so ein bisschen noch auf niedlich macht. Mir hat das Outfit so gut gefallen. Ich habe dann nach dem Rock noch geguckt. Und tatsächlich hatten sie den noch in meiner Größe da. Und der war reduziert auf 20 Euro. Ich so, komm, den nehme ich mit. Das ist es mir jetzt wert. Der Rest des Outfits war leider schweineteuer. Weil sowohl dieses Hemd als auch dieser Sweater einfach mal 70, das Hemd 70 Euro und der Sweater 90 Euro gekostet haben, weil die halt von Hilfiger waren. Ja, das ist halt eine Marke, da zahlt man schon einen ganz schönen Preis. Jetzt habe ich aber mir, wie gesagt, den Rock schon mal mitgenommen und gucke mal, ob ich mir vielleicht... Die Hemden, die bekommt man ja wie Sand am Meer. Das muss ja nicht unbedingt jetzt eins von Hilfiger sein, ne? Da gibt es ja auch günstige Varianten. H&M schmeißt jetzt zum Beispiel mit sowas um sich. Oh Gott, jetzt nenne ich die ganzen Marken. Nein, ich werde von keiner Marke bezahlt. Ich mache nur ein Lookbook quasi, ein theoretisches Lookbook. Und... Ja, das Wetter muss ich halt mal gucken. Der ist halt schon speziell. Der ist halt auch speziell teuer und ich bin
abgestürzt. Der ist halt auch ganz schön teuer. Da muss ich mal gucken, ob der vielleicht mal noch irgendwie drin ist. Weil das ist halt so, von dem Hemd hat man eh nicht viel gesehen. Das Wetter war halt elementarer Bestandteil dieses Outfits. Von daher wäre der vielleicht wirklich mal noch eine interessante Sache für mich. Aber wie gesagt, der ist halt recht teuer und ich habe in der letzten Zeit schon für andere Sachen einiges an Geld ausgegeben. Seien es nun Reitklamotten, sei es Ausrüstung für den Vlog-Kanal noch. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich auch mal noch in den Europapark. Das war jetzt eigentlich schon relativ fest geplant, zwar noch nicht gebucht, aber ich habe das auf jeden Fall mal vor. Oh, verflixt, da hätte ich ja die Funken nehmen können. Aber das wollte ich eigentlich unbedingt mal noch machen. Das heißt, der ein oder andere Lehrgang mit Pferd steht auch noch an. Dann muss ich noch die Turnierlizenz bezahlen und. Deswegen ist es halt ein bisschen blöd, dass das Wetter so teuer ist. Aber mich lässt dieses Outfit nicht mehr los. Jetzt habe ich ja schon den Rock. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich mir den Sweater mal noch zulege, weil das hat mir so mega gut gefallen. Weil es halt so komplett... Es war halt so ein eigensinniger Stil. Es war ein echt eigensinniger Stil und das fand ich irgendwie mega nice. Ich will auch mal gucken, ob ich das Outfit vielleicht mal in Sims an meinem Sim nachstyle oder sowas. Mir hat das so unheimlich gut gefallen. Und ich fand einfach gerade dieses total schicke Rock mit dem derben, was heißt derbe, also er war jetzt nicht irgendwie so... Halt ein normaler Kapuzenpulli in rosa. Nichts besonders Schickes, nichts irgendwie mit Franseln oder sowas dran, dass es jetzt total used ausgesehen hätte. Aber halt ein normaler Kapuzenpulli. Und ich wäre tatsächlich nie auf die Idee gekommen, einen solchen Kapuzenpulli mit einem solchen Rock zu kombinieren. Also es gibt einfach manchmal diese Styles, die sich so komplett eigentlich widersprechen. Und dann sieht man die, weil die irgendwo an der Schaufensterpuppe dranhängen. Und dann denkt man sich, boah, du musst schon wieder Werbung gucken. Dann denkt man sich nur so, boah, geil. Das hättest du nie gedacht, dass das so mega aussieht. Du kannst dir jetzt neue Gegenstände. Nein, ich muss das Rennen nochmal machen. Okay, wir machen das nochmal. Dann machen wir heute kein Rennen mit Eichenherz. Dann mache ich die Eichenherz-Rennen im Off. Ich glaube, 2 hatte ich mit Eichenherz schon gemacht. Gucken wir mal. Lili zieht andere Lebewesen automatisch an. Dies spiegelt sich in ihrer magnetischen Magie wieder. Magnetische Magnetie quasi. Nee, also das sind solche Momente, ich liebe das einfach, wenn man so Outfits eben sieht und sich dann denkt, boah, das wäre es jetzt. Ich liebe es nicht, wenn man auf das Preisschild guckt und boah, das ist es dann doch nicht. Aber ja, wie gesagt, gerade bei so einem Style kann man ja auch so ein bisschen variieren. Wie gesagt, gerade das Hemd, beim Rock war es halt wichtig, dass es genau der war, weil das halt was ist, was den Look so ein bisschen mit ausgemacht hat und was man eben nicht alle Tage sieht und alle Tage findet. Deswegen war es da jetzt gut, dass ich den noch in meiner Größe gefunden habe. Aber ja, ich bin einfach... Das ist so das perfekte Outfit eigentlich auch, so zum Freundentreffen, durch die Stadt bummeln. Und es ist trotzdem, wie gesagt, nicht drüber, weil man einfach das Schicke des Rocks so komplett abmildert. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich mit meinen Eltern nach dem passenden Kleid gesucht habe, damals für die Hochzeit von meinem Bruder und seiner jetzigen Frau, 2014 war das, da hatte ich ein mega schönes rosanes Kleid genommen. Ich habe dann im Endeffekt doch ein anderes genommen, weil ich gesagt habe, okay, das Rosane, das kann ich halt wirklich nur im Sommer anziehen. Ich habe mich dann für so ein beiges entschieden, was ich auch im Winter oder sowas hätte anziehen können, wenn man da mal irgendwie einen Anlass hat. Und da fehlte aber auch irgendwie noch was halt auf den Schultern irgendwie ein Jäckchen oder sowas halt zu. Ah, verflixt. Und dann hatte mir damals die Verkäuferin zu diesem super schicken Kleid, das hatte so einen etwas weiter ausgestellten Rock, total niedlich sah das aus, hat sie mir da so eine Jeans-Bolero-Jacke zugegeben. Und das ist auch wieder sowas. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu diesem extrem schicken Kleid
Also wirklich so richtig schon fast so ein Prinzessin-like aus. Also wirklich ganz, ganz goldig. Wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas wie eine Jeansjacke zu kombinieren. Alleine vom stoffmäßigen Unterschied. Da hätte ich irgendwas wie einen Blazer drüber genommen. Aber durch diese Jeansjacke, das hat so gut gepasst. Das hat dem ganzen Outfit so einen Kontrast verliehen. Das hat das so speziell gemacht. So besonders. Also die Jeansjacke habe ich dann tatsächlich hinterher trotzdem mitgenommen, diese Bolero-Jacke. Weil man die ja gut zum allem Möglichen kombinieren kann. Auch wenn es das Kleid nicht geworden ist. Aber ich fand es einfach mega. Und diese... Aua. Ah gut, hier ist ein Herzchen. Und diese Momente, die finde ich, das liebe ich. Ich kaufe ja meistens tatsächlich nur noch online ein, weil ich gar nicht so die Zeit habe, um shoppen zu gehen. Das sind aber so die Momente, wo ich mir denke, es ist immer mal wieder geil, einfach nur durch die Stadt zu bummeln und zu gucken und sich inspirieren zu lassen, was es gerade so alles gibt. Weil man da einfach Sachen sieht, die man so jetzt gar nicht vermutet hätte, wo man einfach auf neue Ideen kommt, auf neue Looks kommt. Und das liebe ich einfach am Shoppen gehen. Wie gesagt, auch wenn jetzt der Anlass nicht unbedingt so der tollste war, aber ja, es war schon wirklich cool. Und ich wollte halt auch mal noch gucken, weil sie bei uns in einem Reitladen, wo ich ganz gerne schon mal einkaufe, hatten sie Winterschluss verkaufen, hatten auf Facebook Werbung gemacht von wegen, jo, 50%. Ich denke, jawohl, gehst du hin. Außerdem heute nochmal 10% für diejenigen mit Kundenkarte. Perfekt. Schaust du mal rein. Weil die haben so eine richtig schöne Winterjacke fürs Reiten. Ich habe zwar eine, aber da habe ich mir an einem Ast, weil ich ja immer zum Verein raufreiten muss und ein paar Äste über den Weg hängen, habe ich mir da ärgerlicherweise den Stoff von der Jacke kaputt gerissen. Und die hat jetzt halt, dadurch, dass ich die nicht gewaschen habe 2 Monate, weil ich die ja jedes Mal angehabt habe, hat die also schon ziemlich gelitten. Ich habe mir gedacht, okay, nee, du brauchst noch eine weitere. Sonst versaust du dir die innerhalb von einer Saison. Ja, hier geht's nicht weiter. Verflixt. Ja, und dann habe ich da eben noch vorbeigeguckt. Und die Jacke, wegen der ich ursprünglich da war, habe ich dann angezogen. Hammer, Leute. Die war so klasse. Ich habe mich dann aber aus einem Grund nicht dafür entschieden. Die war nämlich zum einen nicht reduziert und war an sich schon recht günstig. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt kein Auslaufmodell. Da kannst du auch mal noch gucken, ob die vielleicht im Sommer mal irgendwie günstiger wird. Dann, wenn keiner diese Jacken kauft. Zum einen das. Wie gesagt, ansonsten hat die super gut gepasst. War so eine rote Jacke mit blauem Innenfutter und weißen Herzchen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Jacke sogar vom Sehen. Ich will jetzt nicht noch mehr Werbung machen und weiß auch, von welchem Shop ich entsprechend rede. Oh Gott, ich mache jetzt gleich doch nochmal Werbung. Naja, jedenfalls hatte ich da noch eine andere Jacke gesehen, die einfach auch schon mal 50% reduziert war. Und wo ich dann eben nochmal 10% wegen der Kundenkarte drauf bekommen habe. Und das ist jetzt eine HV Polo geworden. Wie gesagt, ich werde nicht gesponsert. Und die Entscheidung ist dann auf diese Jacke gefallen, wie gesagt, weil ich mir gedacht habe, davon hatten sie nicht mehr viele. Das war die letzte in meiner Größe. Die andere kann ich online immer noch bestellen. Und ich habe mir gedacht, okay, die kriegst du. Oh, ich muss schon wieder Werbung gucken. Verflexte Kiste. Okay, ich erzähle dann nochmal. So, und weiter geht's mit der heute sehr, sehr unfähigen Kadi. Zack, und direkt wieder ein Herz weg. Gut, da konnte ich so schnell gar nicht ausweichen. Hätte ich bestimmt gekonnt, wenn ich denn das können hätte. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, und die habe ich jetzt. Also, nein. Kaufgrund war einfach, dass ich gesagt habe, okay, so günstig komme ich an die Jacke definitiv nicht nochmal. Die andere kriege ich immer für den Preis. Und es ist halt eine ganz besondere Farbe. Vielleicht hat es der ein oder andere auf Instagram gesehen, den Post. Sie ist pink. Sie hat dieses krasse Neon-Pink, was man nur selten an Reitjacken sieht. Und ich fand sie so cool. Und ich habe jetzt tatsächlich, anstatt 120 oder 130, die sie normalerweise kostet, habe ich die jetzt bekommen für 47 Euro. Also wenn das mal kein Schnapp war, dann weiß ich es auch nicht. Und da kann man dann auch echt nicht meckern für eine Winterjacke.
Dann habe ich dann nämlich mal noch eine zum Wechseln. Weil wenn ich jetzt so oft im Stall bin, ich bin ja oft 4-mal die Woche im Stall, das gibt's doch nicht. Teilweise sogar noch häufiger. Oh, springen, jawohl. Da ist es einfach, das Herz müssen wir dringend mitnehmen, da ist es einfach zu wenig, wenn man da nur eine Jacke hat, weil dann versaut man sich die. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, die immer mal wieder zu waschen, weil man noch eine Ausweichmöglichkeit hat, dann ist das einfach Mist. Ja, und deswegen bin ich jetzt extrem happy, dass wir da noch geguckt haben, weil das war wirklich... Ja, es war ein erfolgreicher Shoppingtag und lange Rede, kurzer Sinn, der Auslöser war, dass ich erzählen wollte, warum meine Laune eh schon so gut war. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen und ihr fandet es wenigstens ein bisschen interessant, mir bei meinen Shopping-Ergüssen zuzuhören. Ja, das ist ja doch eigentlich eher untypisch für mich, dass ich mal über solche Sachen rede, aber kann man ja auch mal machen, ne? Das ist, glaube ich, mal so eine Seite von mir, die ihr noch gar nicht so richtig kennt, weil ich shoppe ja sehr, sehr gerne. Wie gesagt, tatsächlich eigentlich in der letzten Zeit meistens eher online, aber ich bin echt so... Ha, wenn ich einen Goldesel hätte, könnte ich den ganzen Tag einkaufen. Ich finde immer irgendwas, wo ich hundertprozentig begründen kann, warum ich das unbedingt brauche. Das Problem ist dann nur wieder, wenn der Geldbeutel sagt, nee, das brauchst du nicht. Nee, lass mal hängen. Das ist dann immer doof. Wenn mein Kopf dann wieder sagt, ich brauche das aber eigentlich schon. Und dann sagt der Geldbeutel wieder, nee, glaub mir, vertrau mir, das brauchst du wirklich nicht. Das ist doof. Das ist echt doof. Oh nein, schon wieder ein Herzchen weniger. Ich muss hier durchkommen. Also wenn das so weitergeht, dann tausche ich hier wirklich mal einen Teil meiner Rüstung, meiner Funkenrüstung, jetzt wo ich nicht mehr so viele Funken brauche, gegen Blütenrüstung aus, weil das ist ja jetzt mittlerweile. Wobei ich jetzt auch gerade sagen muss, es liegt zum Teil auch an den Lecks, dass ich gerade wirklich Probleme habe, dass ich früh genug abspringe, beziehungsweise dass ich eben nicht früh genug abspringe, wie hier jetzt zum Beispiel schon wieder. Ja, wir haben das Rennen wieder nicht geschafft. Grrr. Du kannst dir jetzt neue Gegenstände im Stall leisten. Ja, machen wir jetzt auch. Sie bekommt jetzt die Deko von ihrer Mutter, die sie gemacht hat, kurz bevor sie verstorben ist. So. Arme kleine Lilly. So, wirst du geputzt. Du hast das gut gemacht. Ich hab verkackt, kleine Maus. Ich sollte vielleicht dann doch besser aufnehmen. Wenn sie vollkommen gesättigt und zufrieden sind, werden diese Wächter bei ihrem nächsten Rennen einen Tempo-Boost hinlegen. Der Tempo-Boost. Ich sollte vielleicht doch besser erst dann aufnehmen, wenn ich, oder solche, die diese langen Rennen vielleicht doch erst machen, wenn ich fertig bin mit Rändern. So, das hier hängen wir jetzt auf. So. Bewege Dekorationen und verändere ihre Größe, um sie an dem von dir gewünschten Ort platzieren zu können. Ich weiß nicht, wie ich die am PC verkleinern kann, aber ich finde es mega, dass man das platzieren kann, wie man möchte. Können wir das auch nachträglich noch platzieren? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall hübsch aus. So, die kleine Lilly hat jetzt etwas Deko bei sich im Stall. Ich würde mich dann für heute aber von euch verabschieden. Hoffe einfach mal, dass das jetzt immer so funktioniert mit den Funken. Jetzt habe ich so lange aufgenommen, dass ich doch noch nicht weiß, ob ich jetzt im Anschluss direkt die nächste Folge aufnehme. Mal gucken. Ich hoffe es einfach mal. Toi, toi, toi. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.